Abo-Geschenk-Aktion gemacht, anscheinend. Und ganz viele Zuschauer. Danke auch von mir an Metatron für die vielen Abos. Dankeschön. So, Dalla. Okay, mache ich mal den Spielsound wieder an. Moment mal, der war nie aus. Das Spiel ist einfach nur leiser, wenn man Pause drückt. Das finde ich gut. Hi Capri-Sonne. Ich hasse das, wenn Spiele laut weitergehen, während man auf Pause gedrückt hat, die Musik. Und so oft drücke ich auf Pause, weil man vielleicht telefonieren will oder das Telefon läutet. Und dann läuft die Musik laut weiter und dann... naja. Okay, ich habe den... ich habe den Switch-Controller in der Hand und drück rum ohne Ende, weil ich mir denke, warum geht das nicht? Die Switch läuft noch. Ich bin gespannt, was ich jetzt gemacht habe. Aber jetzt spielen wir noch hier weiter. Weil das interessiert mich jetzt. Ich muss noch mal nach Bröckliger Krater. Und in Bröckliger Krater werden wir jetzt mal... Habe ich schon Hi Capri-Sonne gesagt? Ich glaube schon, oder? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt noch mal. Naja, es sind jetzt auch schon fast 10 Stunden, die ich hier sitze. Da kann man schon mal verwirrt sein. Noch verwirrter als sonst. Gerne, gerne doch, Metatron. Okay. Ich frage mich immer noch, warum das da so komisch pulsiert. Aber gut. Ich würde jetzt wirklich gerne nochmal auf Bröckliger Krater fliegen. Oh, ich glaube, wir haben immer noch... Oh Gott, wir sind noch nicht aus der... wir stürzen gerade wieder zurück auf den Planeten. Das ist nicht gut. So, Glutzwilling. Du bist Bröckliger Felsen, oder? Nein, das ist wieder Schwarzdorn. Die verwechsel ich immer. Bröckliger Krater. Dich meine ich. Da wollen wir hin. Autopilot, ich darf doch bitten. Ich darf doch sehr bitten, Autopilot. Weil dann fliegen wir jetzt da nochmal hin. Und ich habe Angst, dass wir gleich auf unseren Heimatplaneten stürzen. Aber ich lasse den Autopilot mal machen. Oh Gott, Autopilot! Gut gemacht, Autopilot. Also, Autopilot nicht hundertprozentig zuverlässig. Alles, was Autopilot kann, ist gerade auf irgendwas zufliegen automatisch und rechtzeitig abbremsen. Das ist auch schon nicht schlecht. Oh Gott, ey. Naja, nochmal. Nochmal das Ganze. Diesmal ohne Explosion. Ich würde so gern wissen, wo die Sonde hinfliegt. Das ist unmöglich festzustellen. Wo bin ich denn? Hilfe. Man kann auch, glaube ich, leider nicht schnell genug sein, dass man die Sonde einholen könnte. Das ist nicht die Sonde da hinten, oder? Nee. Aber ein Stern ist das auch nicht. Was ist es dann? Das finden wir jetzt raus. Da fliege ich jetzt einfach mal direkt hin. Nee, es ist kein Stern. Das dreht sich nicht mit, aber es ist entweder sehr weit weg oder winzig. Aber irgendwas ist das. Warte mal, Flugbahnausrichtung, Rückkehr ins Sonnensystem. Ach verdammt, ich darf da nicht hin. Das ist gemein. Aber irgendwas ist da. Aber wenn, ist es so weit weg. Naja, okay. Ich verstehe schon. Wir dürfen nicht so weit weg. Na dann. Dann suchen wir uns wieder Bröckliger Knochen.
knöcheliger Brecher, bröckliger Krater. Und versuchen es nochmal mit dem Autoplaneten. Vielleicht stürzen wir diesmal nicht auf unserem Heimatplaneten ab. Kann ich eigentlich auf der Karte schauen, während wir fliegen? Der Eindringling, da waren wir sogar schon. Schwarzdorn sieht ziemlich irre aus irgendwie. Schwarzdorn hat auch einen kleinen Planeten. Mich würden natürlich auch mal die beiden hier, die so nah an der Sonne sind, interessieren. Anscheinend fließt da die ganze Zeit von einem Sand oder sowas auf die andere. Und da unten ist noch irgendein Außenseiter. Interessant. Er hat nicht mal einen Namen. Hm. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Wir leben wenigstens noch. Ich glaube, wir sind abgestürzt. Oh Gott, ich bin gerade ohne... ich bin ohne Anzug rausgegangen. Ich bin nicht mehr reingekommen. Ich bin ohne Anzug rausgegangen. Das ist natürlich sehr tödlich. Ach, wir haben kein Glück. Ja, das ist uncool. Okay, ich habe gerade gesehen, dass ganz nah um die Sonne irgendwas kreist. Ich will sehen, was. Ich will dahin. Das ist direkt um die Sonne was Großes. Das muss eine Raumstation von diesen Aliens sein. Das finde ich gerade viel interessanter als der blöde, zerbröcklige Krater, in dem wir dauernd sterben oder ins schwarze Loch fallen. Aber guck mal, die Kanone schießt wirklich irgendwie jedes Mal in eine andere Richtung. Oder liegen wir manchmal andersrum auf dem Schlafsack? Das könnte sein. Aber ich glaube, da wo wir... Ne, warte mal, das fliegt in entgegengesetzte Richtung. Ach, komm schon. Ich wollte doch nur möglichst schnell den Ding hinterher. Doch es könnte schon sein, dass wir dem letzten schon hinterher geflogen sind. Aber das ist zu schnell für uns. Was auch immer die da genau abschießen, da kommen wir nicht hinterher. Auch unser Scout kann da keine Bilder machen. Auch wenn unser Scout sehr schnell ist. Aber so schnell auch wieder nicht. Naja, aber jetzt wartet mal. Ich glaube, ich kann nämlich den hier markieren. Und dann den Autopiloten starten, oder? Ja, das ist cool. Fliegt er auch weiter, wenn ich mich jetzt abschnalle? Anscheinend. Das ist ja praktisch. Ich sollte nur jetzt nicht aussteigen. Das wäre doof. Aber ansonsten fliegt er uns jetzt dahin. Okay, cool. Dann versuchen wir jetzt nochmal darunter in die Höhlen zu kommen, von denen ich schon so viel gehört habt. Hey, es sind bestimmt die Borg. Wer weiß. Hey, waren wir eigentlich schon da oben im Norden? Das da? Die Riesenkuppel? Also so ein intaktes Gebäude haben wir, glaube ich, noch nie uns angeguckt, oder? Die Frage ist nur, kommen wir da irgendwo rein überhaupt? Was ist denn bitte das da? Das sieht aus wie unser Schiff. Wir sind wahrscheinlich die Ersten. Habe ich meinen Raumanzug an? Ja, gut. Dann los. Ja. Das ist definitiv eins von unseren Schiffen. Die erkennt man gleich wieder. Aber wo sind da bitte vorne und hinten? Naja, ist ein anderes Modell als meins. Aber ich glaube, ich habe zumindest den Eingang gefunden. Ah, ein Protokoll von einem von unserer Spezies. Ich bin da, ich habe es geschafft. Ich habe das Schiff sicher gelandet.
Das heißt, das Schiff ist unten und ich bin unverletzt. Ein paar kleine Reparaturen und es ist, als wäre das Schiff nie mit dem Felsen kollidiert. Einer meiner besseren Versuche. Feldspat hätte bestimmt fast gar nicht über mich gelacht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich habe noch keinen Weg in das Gebäude gefunden. Die Tür ist zerstört und auch wenn ich nicht so gut im Erkunden bin, hätte ich wohl mittlerweile einen anderen Eingang gefunden, wenn es einen gäbe. Wahrscheinlich. Ich komme von hier nicht rein, aber ich weiß, dass es Wege unter der Oberfläche gibt. Ich werde nach Norden zu den Ruinen am Äquator gehen und einen Weg nach unten suchen. Ich verstehe. Von hier kommen wir, glaube ich, wahrscheinlich wirklich da nicht rein. Da waren wir wahrscheinlich schon auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad, dass wir da über diese Holzdinger springen. Aber wenn ich noch einmal in diesen Kern falle, dann kommen wir nie wieder auf diesen Planeten hier. Ich schwör's euch. Genau hier war das dann. Ich glaube, wenn ich hier lande, könnten wir vielleicht ein bisschen abkürzen sogar. Ich würde mich gern abschnallen, danke. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da rüberkommen. Ja, das sieht eigentlich machbar aus, oder? Nochmal kurz die Steuerung durchgehen. Okay. Oh, ich habe mir den Kopf geschossen. Zum Glück haben wir es trotzdem geschafft. Oh Gott, und unser Anzug ist kaum beschädigt. Alles gut. Aha, jetzt wird's interessant hier. Das sieht nach Architektur von den Alten aus. Sogar Schrift hier. Von Plum. Übrigens, denkt daran, nicht zu weit wegzuwandern. Das Gebiet ist zwar recht instabil, aber immer noch sicherer als alle anderen Gebiete, die wir bisher gefunden haben. Die temporäre Lage ist fertig. Das temporäre Lager ist fertig. Passt aber weiterhin auf Feldstürze und Staubstürme von Meteoroideneinschlägen auf. Na gut. Was ist das? Das ist das Symbol für das Auge, glaube ich. Das hatten wir schon mal. Ich glaube wirklich, das ist das Auge. Habe ich versehentlich meine Sonde irgendwo hingeschossen? Naja. Tetch, diese Informationen sind äußerst wichtig und wertvoll. Hier befindet sich alles Wissen über das Signal, das wir an Bord unseres Gefährts aufgefangen haben. Das Signal sah aus wie ein Auge, rund mit einem Kreis in der Mitte, der wie eine Pupille aussah. Man könnte meinen, dass das Signal nach etwas Ausschau hält. Das Signal war älter als das Universum selbst. Das ist das wichtigste Detail. Kein Nomai-Clan hat bisher etwas derartiges erlebt. Wie kann irgendetwas im unteren Universum älter sein als das Universum selbst? Man stelle sich nur das Wissen vor, das es einem vermitteln kann. Wir müssen das Auge des Universums finden. Okay, ja. Ich will das Auge des Universums auch finden. Da unten gäbe es noch mehr Texte und Karten anscheinend. Ich habe gerade Teile runterfallen sehen da draußen schon wieder. Oh oh. Oh, da stürzt gerade... Nein, da stürzt gerade was ab. Das hätten wir uns vielleicht anschauen können, wenn wir schnell genug gewesen wären. Oh oh, hier stürzen die einzelnen Räume in die Tiefe, die die gebaut haben. Das ist natürlich schlecht. Man weiß nie, wer der Nächste ist. Da hinten ist Text. Aber wie komme ich da hin? So nicht.
Ah, okay. Von da gibt es noch viele andere Wege, die wir uns anschauen könnten. Ich gehe mal da lang. Das ist aber auch ein Labyrinth hier, Mensch. Ah ja, das sieht aber interessant aus. Ich glaube, da sollten wir hingehen. Okay, da ist das Auge, das ein Signal an wahrscheinlich deren Basis schickt. Aber dann kommt irgendwas Schwarzes und greift die an. Und dann schicken die einzelne Sonden. Eine ist hier bei diesen beiden Planeten, die sich gegenseitig immer den Sand zuschieben. Und das könnte der super gefährliche ganz außen sein, wahrscheinlich. Okay. Ein Baum gibt mir Sauerstoff, danke. Ist das da unten auch noch eine Struktur? Das sieht sehr so aus, oder? Oh, das sind mehrere Strukturen, aber da kommen wir nicht so ohne weiteres hin. Nicht von hier aus zumindest. Ah, Text. Verstehe ich nicht. Warum stürzt das Gefährt an diesem Ort ab? Fühlte sich das Gefährt vielleicht nicht wohl? Nein. Anona und ich haben alles vor dem Warp überprüft und sowohl der Warpkern als auch die Navigationssysteme fühlten sich sehr wohl. Wir sind gewarpt, um dem merkwürdigen Signal vom Auge des Universums nachzugehen. Wir kamen am falschen Ort an, dahin wollten wir gar nicht. Womöglich war das kein Problem mit der... Womöglich war es kein Problem mit dem Gefährt, sondern mit dem Ziel. Ich mache mir große Sorgen um unsere Freunde in der Rettungskapsel 3. Ja, die Rettungskapsel 1 kennen wir ja, glaube ich, schon, oder? Na, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber wenn das Rettungskapsel 3 ist, dann sind die irgendwie in diesem schwarzen Bösen gefangen, scheinbar. Ne, da kommen wir nicht hoch. Okay, dann sollten wir mal auf diesem Dual-Planeten schauen und auf dem superbösen Planeten. Weil da sind scheinbar noch andere Rettungskapseln, so wie es aussieht, runtergegangen. Aber kann es dann sein, dass vielleicht deren Mutterschiff, das in Gefahr ist, das große ist, was um die Sonne kreist, dass ich mal von Weitem gesehen habe, oh Gott, wir kommen hier gar nicht mehr hoch. Ah, was haben wir denn hier? Schrift. Von Causa. Wir hören die Notsignale der anderen Rettungskapseln, was mich hoffnungsvoll stimmt. Oli, bist du noch da draußen? Ich weiß nicht, wie ich an diesem Ort noch ohne dich überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich noch ich sein soll. Ah. Wow. Irgendwie ist das schon cool, oder? Das ist schon sehr cool hier. Gemacht. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es für uns noch weitergeht. Ah, hier, da können wir noch lang. Ah, können wir, glaube ich, sogar zurück, oder? Aber ich glaube, hier stürzt gerade ein Höhlending nach dem anderen in die Tiefe. Irgendwie schon cool.
Mensch, ich würde gerne zu den anderen Konstruktionen, die da sind, aber hinfliegen kann ich da, glaube ich, auch nicht, oder? Meint ihr, das geht, wenn ich da rüberfliege? Na, und wenn, dann sind wir wieder in der Warp-Raumstation. Ich versuche das mal. Es hätte beinahe funktioniert. Es hätte beinahe funktioniert. So wie ich Science Fiction kenne, hat man selbst das Signal gesendet und es selbst. Ich meine, da wurden schon Andeutungen gemacht von wegen Zeitreisen und so, ne? Das stimmt. Wer weiß. Wahrscheinlich sind wir dafür verantwortlich. Hey, sag bloß, dass hier um dieses weiße Loch hier tatsächlich die Trümmer sind, die vorher da reingefallen sind. Ich denke schon, da sind sogar Holzstege und sowas. Nicht schlecht. Wo ist denn jetzt die Station? Ist sie das da? Ich glaube schon, oder? Fliegen wir da mal nochmal hin. Schießen wir uns mal nochmal zurück. So, dann aktivieren wir den Laden hier mal nochmal. Achso, muss gegenüber. Tada! Schon sind wir wieder hier. Am falschen Ende des Planeten. Wunderbar. Alles, was wir jemals wollten. Ja, es ist wirklich blöd, dass wir hier immer genau ans entgegengesetzte Ende des Planetens geworbt werden. Aber ich war nie da oben bei den Ruinen. Da könnte man mal noch hinschauen. Vielleicht gibt es da noch was Interessantes zu entdecken. Bevor das Universum wieder untergeht. Da oben sind, ich sehe zumindest schon mal Schriftzeichen. Die Frage ist nur, komme ich da hoch irgendwie? Ah, ja. Cool. Okay. So. Au, ich stecke irgendwie fest hier. Hinter dem Karton oder was das ist. Hat schon mal jemand das den Phantommond beobachtet, der uns gelegentlich am Nachthimmel grüßt? Eure Gedanken hierzu interessieren mich. Ein Kompliment an deine Augen. Wie stellst du dir das Verschwinden vor? Hypothese, könnte es eine Veränderung im Lichtspektrum sein? Es scheint, der Mond ist etwas schüchtern. Ich interessiere mich für diesen verspielten Mond. Ähnelt der einem brutalen Freund... Kraterlaternen. Der Mond ist vulkanisch nicht aktiv, soweit ich das mit bloßen Augen erkennen kann. Manchmal lässt er seinen Freund Kraterlaterne nächtelang alleine. Die Nacht, in der der Mond den Planeten umkreist, scheint zufälliger Natur zu sein. Er scheint ganz nach Lust und Laune umherzuwandern. Stell dir nur vor, es gäbe zwei Vulkanmonde. Dann stelle ich mir am besten außerdem vor, es würde nicht mehr existieren. Oder was? Wir würden nicht mehr existieren. Hypothese, es kann zu viel Lava geben. Ich bin eher dafür, dass wir hierzu die Null-Hypothese überprüfen. Okay, ein Phantommond am Himmel, der aber nur manchmal sichtbar ist und dann verschwindet. Das ist interessant. Und schon irgendwie ein bisschen crazy, oder?
Was ist denn das da oben? Ich sehe da in der Ferne Sachen. Aber naja, interessant auf jeden Fall. Ein Phantommond, der irgendwo hier oben scheinbar manchmal sichtbar ist. Aber nur manchmal. Und dann anscheinend auf mysteriöse Art und Weise verschwindet. Das klingt schon interessant. Weil ich würde gerne auf dem landen und sehen, was passiert, wenn er verschwindet und wann er kommt und so weiter und so fort. Oh, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt nochmal rüberkommen, ehrlich gesagt. Das ist problematisch hier irgendwie. Ob unser Schiff überhaupt noch auf festem Boden steht. Oh, da wollte ich gerade drüber laufen. Okay. Ah, vielleicht schaffen wir den Sprung ja. Ansonsten bringe ich mich um und dann fliegen wir mal zu einem anderen Planeten. Haja! Okay, ich sehe schon, dass das Konstrukt, das abgestürzte Schiff, die Kapsel in der Entfernung. Ich glaube, wir sind gleich beim Schiff. Knapp 100 Meter steht da. Das wäre gut. Unidentifiziertes Signal in der Nähe. Das wurde uns schon mal angezeigt, aber dann ist leider die Welt untergegangen. Ach Quatsch. Wie mache ich denn das andere? Nicht den Scouter. Ah ja. Aber das ist 7000 Meter entfernt. 100. 140 Meter in die Richtung. Das muss irgendwo da hinten sein. Kommt das aus dem Schiff oder so? Ah, Mann, ey. Uns geht gleich der Treibstoff aus. Wo parken wir denn, Mensch? 100 Meter in die Richtung steht unser Schiff. Ah, nein. Ich bin, glaube ich, hier falsch. Ah, wir könnten hinkommen zu Fuß. Das wäre super. Wir haben nämlich fast keinen Treibstoff mehr. Das wäre echt gut, wenn wir in unser Schiff kommen würden. So. Ich komme, Schiffi. Durchhalten. Okay, hängen wir mal unseren Anzug zum Tanken auf. Mal hier irgendwo hin. War das unbekannte Signal? Ups, war irgendwo hier ganz in der Nähe. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ich hab's schon wieder gemacht. Oh, shit. Und das ist so gemein. Jetzt sterben wir und ich komme nicht mehr zurück ins Schiff. Naja, es ist okay. Ist das weiße Loch der Ausgang vom schwarzen Loch? Genau, die machen sich sehr einsacht. Nee, nee, das ist nicht Dreams, das ist Outer Wilds. Das ging letztes Jahr ziemlich als Geheimtipp um, von wegen eines der besten Spiele 2019 zu sein und war das letzte auf meiner Liste der potenziell besten Spiele 2019, die ich noch nicht gespielt habe. Und deswegen muss ich das unbedingt nachholen. Und das ist schon ziemlich cool. Und ich bin tatsächlich gehuckt von der Story. Das passiert mir ehrlich gesagt selten. Ich will wirklich wissen, wie es jetzt weitergeht.
Ich sollte nur echt nicht ohne Anzug aussteigen. So, wir haben nämlich in den Aufzeichnungen gesehen, dass eine Rettungskapsel auf... Jetzt muss ich mal ein bisschen abheben, damit wir wegkommen von unserem Heimatplaneten. Übrigens, auf unserem Heimatplaneten könnten wir natürlich auch noch verschiedene Sachen uns anschauen, die interessant wären. Aber jetzt gerade nicht. Weil mich würde schon auch interessieren, was hier um die Sonne kreist. Ich glaube, das würde ich mir jetzt am liebsten anschauen. Oh, zur Sonne gibt es anscheinend keinen Autopiloten. Dann muss ich einfach vorsichtig sein. Und was ist... Ach so, da wäre eine der beiden Rettungskapsel wahrscheinlich abgestürzt. Die beiden Monde hier. Ich kann leider diese Station, die Sonne umkreist, nicht anvisieren. Ausgerechnet die kann ich nicht. Aber ich kann mich ja mal der Sonne nähern. Aber das ist schon verdammt nah an der Sonne, das Ding. Aber wenn ich das wirklich nicht anvisieren kann, auch nicht, wenn ich näher dran bin, dann haben wir eh ein Problem. Weil dann habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll, dass wir landen. Oh, ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wir schon von der Sonne angezogen werden. Wir sind schon im Gravitationsfeld der Sonne und ich muss schon ganz schön dagegen boosten. Oh mein Gott. Aber und wie? Wir sollten echt aufpassen. Oh, da kommt's aber wieder. Was bist du? Ich kann es nicht anvisieren. Es geht nicht. Oh, und da sind wir schon... Nein! Da sind wir schon zu nah an der Sonne. Da können wir nicht hin. Unsere Technologie erlaubt uns das scheinbar nicht. Dass wir uns das Ding genauer anschauen. Zumindest noch nicht, vielleicht. Na gut. Dann gehen wir jetzt wirklich auf die beiden Zwillingsplaneten. Auf den einen, der dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie... Anscheinend tauschen die Sand hin und her oder irgendwie so Sachen. In den Krater könnte man natürlich... Oh, okay, wartet mal kurz. In dem Krater sind so Tentakel. Das sieht fast so aus wie in der Zeichnung, die wir gesehen haben. Das Mutterschiff, von denen das von so Tentakel verschlungen wurde. Ah, kommen die Tentakel vielleicht etwa von diesem Planeten, der da... Das sieht wirklich so ein bisschen so aus. Wie dieser eine Planet. So, ich erkläre dieses Schiff für gelandet. Hey Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechdose ins Weltall. Was machst du hier noch? Ich habe gesehen, wie etwas hier am Horizont abgestürzt ist. Und das hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich, ich gehe mal her und schaue mir das selber an. Und was ist hier? Ah ja, genau. Ein Schwarzdornsamen. Glaubst du? Sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen. Also könntest du recht haben. Was es auch ist, es hat ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich dir ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Mergel und Hall drauf an. Wir sollten uns so schnell wie möglich um die Sache kümmern und niemand kann eine unerwünschte Pflanze schneller als... Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in dem Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um die Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Tuff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer herzuschleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte. Und ich stecke nicht einfach meine Hand da rein. Da kann man leicht seinen Arm verlieren oder auch zwei. Okay, ich habe einen Scoutwerfer. Okay, das ist interessant. Damit hat man wahrscheinlich nicht gerechnet.
Aha. Habt ihr das gesehen? Das sah aus, als wäre da eine. Ich mach das nochmal. Als wäre da eine Insel in der Mitte mit Bäumen und so. Wie so ein Anglerfischmaul und Bäume. Und ein Knoten. Ah. Der verdammte Samen hat beim Einschlag eine Menge Schaden angerichtet. Ich mochte diesen Krater. Ich habe einen Scout in den Samen geschickt. Das hast du also gemacht? Und du sagst, dass er innen größer ist als außen? Das wird eindeutig eine Menge Arbeit werden, das Ding zu zerhacken. Können wir überhaupt so einen Samen entfernen, der nicht mal den Anstand besitzt, überall gleich groß zu sein? Vielleicht nehme ich vorsichtshalber lieber eine zusätzliche Axt mit oder auch drei. Okay, da würde ich jetzt echt gern rein. Meint ihr, der wird größer? Meint ihr, man kann da vielleicht rein, wenn der gewachsen ist? Ah, jetzt muss ich hier nochmal einen Scout reinschicken. Ob wir da das Gleiche sehen. Oder ob der da woanders hinfliegt. Nach einer längeren Session Animal Crossing erstmal hier vorbeischauen. Ja, ich habe vorher auch, als der Stream startete... Ah, da sehen wir das Gleiche. 4 Stunden Animal Crossing erstmal gespielt. Und dann... Die Resident Evil 3 Demo und jetzt sind wir hier bei Outer Wilds. Hey, ich will offensichtlich ist Schwarzdorn ein parasitärer Superorganismus oder irgendwie sowas. Ich kann mir auch vorstellen, nämlich ich glaube, dass das ein Portal ist. Ich glaube, dass die Samen Portale sind. Alles ist miteinander verbunden. Und ich sollte vielleicht nach Schwarzdorn fliegen. Mal schauen, ob wir klatschen können bis morgen, bis die Sonne aufgeht. Ob wir diesen Ort finden, den ich da scannen konnte. Wie ist die Demo? Kurz. Aber gibt einem einen guten Eindruck von dem Spiel. Ist gut, glaube ich. Ich freue mich drauf. Ist bestimmt cool. Er ist von innen scheinbar größer als von außen. Das ist die TARDIS. Ja, genau. Ich muss natürlich auch gleich dran denken. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist das eine Verbindung hierher. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich denke mir nur, wenn wir hier vielleicht rein könnten, mit unserem Raumschiff vielleicht sogar... Wer weiß. Fehler. Doppeltes Signal. Scout. Guck mal. Ja, ja. Mein Scout ist da drinnen. Ich hab's gewusst. Ich flieg rein. Das rote Licht. Oh, oh, oh. Da sind... Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ihr lieben Viecher. Ah. Okay. Ja.